Hallo, mein Name ist Tobias Spröte, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Möwe Bikes und neben mir steht der Stefan Schubert, einer der Entwickler des Highfly-Antriebs. Stefan und sein Team haben sich in den letzten Monaten Gedanken gemacht, wie wir euch veranschaulichen können, wie der Highfly-Antrieb funktioniert. Dazu wird euch Stefan heute durch den Versuch sozusagen leiten. Er wird die einzelnen Randbedingungen und die Prüfbedingungen genauer erklären und im Endresultat wird er euch dann zeigen, wie das Ergebnis ausfällt. Deshalb gebe ich jetzt direkt ab zu Stefan und jetzt viel Spaß. Erst möchte ich einmal den Versuchsaufbau genauer erklären, welche Fahrräder wir verwenden und welche allgemeinen Randbedingungen hier noch zu beachten sind. Wir verwenden für die Versuche zwei Möwe Franklin Pure Fahrräder, beide mit XT-Schaltung, L-Fach und identischer Bereifung. Der Unterschied zwischen beiden Fahrrädern ist der Antrieb. Das erste Fahrrad ist mit einer herkömmlichen Tretkurbel ausgestattet und beim zweiten Fahrrad haben wir den Seifler-Antrieb montiert. Für den Versuch haben wir beide Fahrräder mit Stützrädern ausgestattet und die Lenker fixiert, dass sie wirklich geradeaus fahren und nicht umfallen. Um den gleichen Rollwiderstand gewährleisten zu können, prüfen wir zunächst einmal den Luftdruck aller Reifen. Den stellen wir jetzt auf 3,5 bar ein. Beide Fahrräder haben die Continental Top Contact 2 Bereifung mit dem identischen Profil. Um sicherzustellen, dass wir ja wirklich den gleichen Rollwiderstand haben, prüfen wir das Ganze nochmal mit einer Zugwaage. Natürlich spielt das Gewicht der Fahrräder auch eine Rolle. Dabei ist das Fahrrad mit dem Seifler-Antrieb sogar 1,5 Kilogramm schwerer. Durch das höhere Gewicht des Fahrrades mit Seifler-Antrieb hat dieses sogar einen kleinen Nachteil beim Beschleunigen. Ein weiterer Einflussfaktor ist natürlich die Reibung der beiden Antriebssysteme. Die normale Tretkurbel ist dabei so leichtgängig, dass sie durch ihr Eigengewicht bereits nach unten fällt. Der Seifler-Antrieb hat durch die größere Anzahl an Lagerstellen natürlich auch einen höheren Reibwiderstand. Wichtig ist dabei auch die Übersetzung beider Fahrräder. Hier haben wir darauf geachtet, dass beide Kettenblätter 46 Zähne haben und hinten auf das Ritzel mit 24 Zähnen geschaltet wurden. Um die Startbedingungen für beide Fahrräder möglichst gleich zu halten, haben wir eine kleine Vorrichtung gebaut, in die wir beide Fahrräder gleichmäßig positionieren. Zunächst werden die beiden Fahrräder an den beiden außenliegenden Aluprofilen ausgerichtet und an der dahinterliegenden Auslösevorrichtung eingespannt. Anschließend werden jeweils 5 Kilo Gewicht auf die Achsen an den Tretkurbeln aufgelegt. Damit beide Tretkurbeln die gleiche Startposition haben, werden diese mit einem Laser ausgerichtet und die Fallhöhe des Gewichts wird noch einmal kontrolliert. Ich denke, dass wir hier ein beeindruckendes Ergebnis gesehen haben. Und zwar konnte das Fahrrad mit dem Seifler-Antrieb bei gleicher Kraft, also bei gleichem Gewicht, deutlich schneller beschleunigen als das mit der normalen Tretkurbel. Ja, wir sind sehr zufrieden mit dem Versuch. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr rege liked und auch eure Kommentare hinterlasst. Und ja, wir sind mit dem Versuch auch unterwegs. Das heißt, wir können euch die auf Messen den Versuch auch nochmal darlegen. Wenn ihr wollt, kommt also bei uns vorbei. Schaut es euch an und testet unsere Fahrräder. Vielen Dank.